Berechnen Sie den Vektor von B1 nach B12 zum Zeitpunkt 0, 1 und zum Zeitpunkt 4. Also hier haben wir B1 und hier haben wir B2. Jetzt nehmen wir mal den Zeitpunkt 0. Also ich nenne diesen mal Vektor V0, ja, weil es der Zeitpunkt 0 ist. Wo ist denn das, oder fangen wir anders an, das B1? Das B1 zum Zeitpunkt 0, wo ist der? Ja? Das B2 zum Zeitpunkt 0, ich notiere das jetzt mal so, wo ist das B2? Ja, bitte. 34, 64. So, und jetzt würde ich gerne den Vektor B2 von 0, B1 von 0 haben. Was ist dieser Vektor? 2, 3. Also man rechnet dann B1 von 0 minus B2 von 0. Was? Nee, andersrum. B1 von 0 minus B2. Also normal, ich möchte den Vektor von B1 von 0 nach B2 von 0 haben. Ja, also man rechnet B2 von 0 minus B1 von 0. Das sind dann minus 34, 64, minus 0, 1 und dann kommt dann minus 34, 63 von. So ist es. Das war jetzt der Vektor zum Zeitpunkt 0. Jetzt rechnen wir den Vektor zum Zeitpunkt 1 aus. B1 von 1 und B2 von 1. Was ist B1 von 1? Ja, bitte. Minus 18. Der da. Also gut, fangen wir mit denen an. Das ist B2 von 1. 6, minus 18. Minus 18 und der andere? 52. Jawohl, das ist B2 von 1, jetzt B1 von 1. 69. Und der Verbindungsvektor B1 von 1 nach B2 von 1, den Verbindungsvektor, ja? Minus 24, 43. So, vielleicht sieht man es, vielleicht sieht man nicht. Der Abstand hier zum Zeitpunkt 0, der ist so, liegt etwa bei 63. Der Abstand hier liegt aber nur noch bei etwa 43. Das heißt, der Abstand wird geringer. Die fahren irgendwie aufeinander zu, nur zum Wissen. Also machen wir noch das B1 von 2 und das B2 von 2. Das B1 von 2 ist, ja bitte, das B2 von 2 ist, ja, minus 2. Und jetzt rechnen wir den Verbindungsvektor B1 von 2 nach B2 von 2. Und der ist? Ja? Minus 14, 27. Und wieder sehen wir, dass das kürzer geworden ist. Es wird immer kürzer. Und jetzt verallgemeinern wir das. Das heißt, jetzt ist die Frage, was ist der Verbindungsvektor B1 von t nach B2 von t? Wie kriegen wir das jetzt raus? Ja? Achso, also beim B1 wäre es 0 plus 6 mal t. 0 plus 6t und das andere, das wäre das B1. Das ist aber B1, das ist der Anfang. Jetzt brauchen wir noch das Ende, ja? Das ist minus 34 plus 16t und 64 minus 12t. Und was muss ich mit den beiden Vektoren machen? Abziehen voneinander. So, jetzt kommt eine ganz entscheidende Frage. Beim Schnitt von Geraden haben wir immer etwas gemacht. Was haben wir denn beim Schnitt von Geraden gemacht? Ja? Wir haben das T bei dem einen durch ein S ersetzt. Und jetzt meine Frage. Ist hier das T durch ein S zu ersetzen, ja oder nein? Warum, ne? Das kann ich gar nicht zusammenrechnen. Ja, das geht darum, dass das zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, der Zeitpunkt ist immer der gleiche. Seht ihr, wir haben hier beides mal die 0 eingesetzt, beides mal die 1, immer den gleichen Wert. Und deswegen hat das hier auch den gleichen Wert wie hier. Ja, ist tatsächlich so. Und jetzt rechnen wir das mal aus und wir erhalten hier minus 34 plus 10t, das ist in der oberen Komponente, in der zweiten Komponente 63 minus 20t. Das heißt, das ist der Vektor b1 von t, b2 von t. So, und jetzt geht es ja bei der Aufgabe um Abstände. Also das heißt, wie groß ist denn der Abstand des Bootes B1
vom Boot B2, wie rechnen wir den Abstand aus? Machen wir es vielleicht mal erst zum Zeitpunkt 0. Wie kriege ich den Abstand zum Zeitpunkt 0 raus? Wie kriege ich den Abstand zum... Ja, bitte. Wir berechnen die Länge des Lektors. So ist es. Ja, das machen wir also mal. Wie rechnen wir denn diese Länge aus? Ja. Wurzel aus minus 34 zum Quadrat plus 63 zum Quadrat. So, und es gibt jetzt was Furchtbares, das ist nicht schön. Rechne es trotzdem mal. 5 zu 205. Nee, als Näherungswert? 71,6. So, das ist der Abstand zum Zeitpunkt 0. Jetzt Abstand zum Zeitpunkt 1, hier den Betrag rechnen. Abstand zum Zeitpunkt 2, hier den Betrag rechnen. So, jetzt möchte ich den Abstand zum Zeitpunkt T haben. Was muss ich da machen? Ja, bitte. Es ist Wurzel aus. Erstmal Betrag. 34 plus 10T. Und 63 minus 20T. Und dann die Wurzel von den beiden Einzelnen. Also minus 34 plus 10T zum Quadrat. Und 63 minus 20. Und das ist der Abstand zum Zeitpunkt T. Sieht nicht unbedingt schön aus. Aber wir werden jetzt mit diesem Abstand, also mit dieser Abstandsfunktion, werden wir tatsächlich noch etwas machen. Gibt es Fragen zu der Aufgabe bis hierher? Ja. Wie kommt man auf die 10 und die 20? Ja, bitte. Also man hat ja eben für 6t in den Bestimmten und dann zieht man minus 6t ab und dann kommt 10t raus. Und dann Moment mal. Ja, 16. Minus 6 ist 10 und? Und die minus 12t minus 8t sind minus 20t. Okay, noch Fragen dazu. Einfach fragen ist immer okay. Wie kommt man hier auf die minus 18,52? Ja, bitte. Die gleiche von den B2. Und dann wollen wir zum Zeitpunkt 1 wissen. Das heißt, wir setzen, da steht quasi ein T in der Kammer, das heißt, wir setzen für T1 ein. Und dann erhalten wir? Minus 34 plus 16 und 64 minus 12. Also 52. Gut, damit die Frage beantwortet. Nächste Frage.